Ja, Herr Groenke, Sie sind der Marketingchef eines über mittlerweile 70 Jahre alten Traditionsunternehmens. Wie schafft man es denn, als so, ich sag mal, alteingesessenes Familienunternehmen Innovationen in Gang zu setzen? Das ist ein spannendes Thema, wenn Sie mal zurückgucken in die Unternehmensgeschichte. Der Fritz Sennheiser hat das ja gegründet, 1945. Und Innovation war immer etwas, was ihn antrieb. Ich weiß nicht, da gibt es so eine Geschichte, die er immer erzählt hat, da musste sich von der Bank Geld leihen, weil Innovationen kosten eben auch Geld, und musste sich dann, glaube ich, 5.000 Mark war damals die Summe leihen, ist dann zur Bank gegangen und war dann total erschüttert. Er als Techniker musste erklären der Bank, warum er 5.000 D-Mark braucht, und die Bank hat das nicht verstanden. Und das war der Entscheidungspunkt, gesagt, nie wieder leihe ich mir Geld von der Bank. Und wir sind als unabhängiges Familienunternehmen Cashflow finanziert, wir haben keinen großen Investor drin. Und dieses Element des Weitergehens, aber auch des Wissens, ich muss mit Innovation morgen Märkte erschließen, muss Märkte wieder neu begeistern und mit Innovation versehen, ist eigentlich was die Firma immer schon angetrieben hat. Sie haben es eben angesprochen, es gibt heute logischerweise sehr viel mehr Konkurrenz im Markt für Kopfhörer, Mikrofone etc., unter anderem Apple mit Beats, mit der Marke. Wie schaffen Sie es, in so einem Wettbewerb gegen solch einen Silicon Valley Tech-Riesen zu bestehen? Ja, Beats ist ein starkes Phänomen, und ich finde es bewundernswert als Marketier, als Marketing-Case, und ohne Beats wird es mich bei Sennheiser wahrscheinlich gar nicht geben. Damals, als Daniel Andreas von ihrem Vater das übernommen haben, war der Wunsch auch natürlich die Marke in das neue Zeitalter zu führen, und da war auch klar, mit nur dem Produkt und den alten traditionellen Werten, Qualität, was natürlich sehr, sehr substanziell für uns ist, aber nur Qualität ist eben heute nicht mehr wettbewerbsfähig. Insofern musste man was ändern, und ich bin sehr froh, ich konnte dann vor 5 Jahren in das Unternehmen einsteigen, und seitdem haben wir viel verändert. Wettbewerb ist immer da, gab es früher auch, gibt es heute, wird es auch in Zukunft geben. Wichtig ist, dass man Trends erkennt, und das ist für uns als mittelständisches Unternehmen eine große Stärke, dass wir eben sehr flexibel darauf reagieren können. Sie haben eben angesprochen, Trends erkennen ist sehr wichtig. Welche Trends haben Sie in den letzten 4, 5 Jahren erkannt? Ein Trend, den Beats natürlich mit verstärkt hat, den man aber auch von anderen Brands sieht, Master Dynamics oder Skull Candy, ist, dass das Produkt nicht in den Hintergrund tritt, aber die Experience, die ich damit habe, das Lebensgefühl einfach sehr viel mehr in den Vordergrund tritt. Es ist ja sehr schön zu sehen, wie Nokia sich eigentlich verschätzt hat, dass ein Telefon gar keine Tasten braucht, sondern dass es darum geht, die User Experience zu maximieren und das Telefon einfach über Sprache funktionieren kann, heute mit Siri. Und ich glaube, das ist ein großer Trend, dass das Produkt in den Hintergrund tritt, natürlich da ist, Qualität, Features anbieten muss, aber dass die Experience, wie bediene ich das Ganze, welches Interface habe ich, welche digitalen Schnittstellen habe ich und wie fühlt sich das an, von den Materialien sehr viel mehr zugenommen hat. Übrigens auch im Mikrofonbereich. Also wir haben jetzt gerade ein Mikrofon für die GoPro 4 released, und da sind einfach, natürlich ist die Soundqualität wichtig, aber wie sie das Windshield aufbauen, wie sie das auf der Kamera mounten, das ist einfach sehr viel wichtiger geworden, als es früher war. Im letzten Jahr hat Sennheiser seinen Urbanite-Kopfhörer mit Influencern beworben. Was waren Ihre Erkenntnisse, und ist das ein Kanal für die Zukunft bei Sennheiser? Ja, Influencer, Blogger, das ist ein großes Thema, vielleicht auch ein bisschen ein Modethema, das gab es mit Journalisten, Presse schon immer. Ich glaube, dass für bestimmte Produkte Sinn macht, ein Community-Gefühl zu erzeugen. Ob das jetzt über Influencer ist oder über Verwender, die einfach gerne ihre Inhalte, die sie generiert haben, teilen. Wir haben jetzt ein neues Produkt, das nennt sich Ambio Smart Headset. Das ist ein neuer In-Ear-Kopfhörer, der eigentlich ein Mikrofon als Hauptbestandteil hat. Da werden wir extrem stark auf Influencer-Marketing setzen. Die Kernmärkte sind der Greater China und USA. Und das ist prädestiniert, eigentlich mit einer Community zusammenzuarbeiten. Ob das Influencer nachher sind, ein paar sicherlich. Aber für uns ist eigentlich wichtig, dass der Influencer sich zugehörig zu einer Gemeinschaft fühlt.